Tiramisu. Moment, da habe ich doch das Rezept von meiner Mama. Also, was brauchen wir? 4 Eier. Habe ich. 120 Gramm Zucker. Zucker. Habe ich. Dann 400 Gramm Mascarpone. Und ein bisschen Brandy. Und natürlich den Löffelbiskuit. Löffelbiskuit habe ich. Und Brandy habe ich auch noch. Wunderbar. Also, wie fängt man an? Man nimmt die 4 Eier, trennt das Eigelb vom Eiweiß und hebt 2 Eiweiße auf. Dann mischt man das Eigelb mit dem Zucker, tut den Mascarpone dazu und fügt ein wenig Brandy dazu. Okay, dann stellt man das Ganze in den Kühlschrank. Und danach muss man das Eiweiß aufschlagen mit einer Messerspitze Salz. Ja, das können wir doch jetzt mal machen, oder? Eiweiß, eine Messerspitze Salz. Eiweiß hält. Perfekt. Das heben wir jetzt unter die Mascarpone. Masse. Mal gucken. Mal probieren. Und dann brauchen wir noch den Kaffee. Guck mal, hier habe ich noch Kaffee. Und ich mache immer noch ganz gerne ein bisschen Kalua in den Kaffee. Et voilà. Okay. Et voilà. Das heißt, man taucht jetzt den Löffelbiskuit in den Kaffee. Und legt ihn hier rein. Das dauert jetzt ein bisschen. So, jetzt kommt die erste Masse drauf. Und die zweite Schicht. Restliche Mascarpone-Masse drauf. So, ein bisschen Kakaopulver drauf und dann haben wir's. Und tschüss!
Satte Lust erkrank und sterbe. Auf diese Weise noch einmal. Sie starb soeben. Oh, sie beschlich mein Ohr, dem Odem gleich, der auf ein Veilchenbette lieblich haucht und Düfte stiehlt und gibt. So süß nicht wie vorher, o Geist der Lieb, wie bist du reg und frisch. Nimmt schon dein Umfang alles in sich auf, gleich der See, nichts kommt in ihn hinein. Wie stark und überschwänglich es auch sei, das nicht herabgesetzt im Preise fiel. Auf einen Wink. So voll von Fantasien ist Liebe, dass nur sie fantastisch ist. Ganz selbstverständlich.
18 kommt man auf den Geschmack. Entdeckt, dass es mehr als Freundschaft gibt. Entdeckt die Liebe. Jetzt beginnt die Zeit für Flavor, Vollmilchschokolade. Für alle ab 18. Flavor, nicht zu süß, nicht zu herb. Flavor schmeckt ab 18. Hallo, ich möchte jetzt hier ein Buch vorstellen, das wahrlich weder eine Neuerscheinung ist, noch ein Geheimtipp, sondern das vor so vier, fünf Jahren ein absoluter Bestseller war und den wahrscheinlich schon einige im Schrank haben werden. Es handelt sich um Das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili. Ich habe das Buch vor 4 Jahren in den Sommerferien gelesen, habe auch die ganzen Sommerferien dafür gebraucht. Es ist 1300 Seiten stark, die ich gestern nochmal schnell durchgelesen habe, um zu gucken, welchen Ausschnitt ich daraus wähle. Das Faszinierende an dem Buch ist, es erstreckt sich über, es ist eine Familiensaga, wie ja viele wissen, die sich über ca. 150 Jahre streckt und in diesen 150 Jahren sehr viele verschiedene Zeitläufe, unterschiedliche politische Systeme, Lebensbedingungen beschrieben werden, in denen Menschen sich auch unterschiedlich entfalten können, entfalten müssen. Das ist alles sehr faszinierend, von der damals noch wahnsinnig jungen Nino Haratischvili geschrieben. Sehr einfühlsam, sehr treffend in den verschiedenen Notsituationen, Liebessituationen. Es ist einfach insgesamt pralles Leben und trotz dieses Riesenumfangs nicht überfrachtet mit Personen und Charakteren. Trotzdem ist es ab und zu ganz gut, hinten nochmal nachzuschauen, wer war nochmal wer. Ich lese jetzt eine kleine Passage, die ich wirklich absolut zufällig mit dem Finger rausgeguckt habe und habe sofort wieder gemerkt, ach, wie toll ist das doch geschrieben. Es ist hier ein Rückblick von Christine auf einen verhängnisvollen Ball, der viele Jahre vorher stattgefunden hat. Das Kleid damals saß perfekt, der türkisfarbene Traum aus Seide. Das Kleid mit der schwindelerregenden Rückenansicht, das die Grübchen über den Pobacken freilegte. Das Kleid, dem ihr Mann mit einem beeindruckten, überraschten, vordergründig vorwurfsvollen Kopfschütteln zugestimmt hatte. Dem der Anblick seiner Frau sogar einen Moment die Sprache verschlagen hatte. Den ihr Erfindungsreichtum überwältigt, der sie so prahlerisch seinem Vorgesetzten, seinem Freund vorgeführt hatte. Sein wertvollstes Kunstwerk, seine Göttin. Und hätte sie die venezianische Maske noch besessen und sie wieder aufgesetzt, hätte sie die Augen geschlossen und die Geräusche um sich herum vernommen, das Gelächter, das Geklimper der Champagnergläser, die köstlichsten Speisen gerochen, hätte das Lametta sehen können, hätte Stasia in ihrem Schwanenkostüm erblickt, Sopio Edistavi als Mann verkleidet, Ramas in seinem teuren Smoking. Und wenigstens in ihrer Vorstellung hätte sie dem illustren Gast, der sich mit solch einer Aufregung ankündigte, den Zutritt verwehrt. Hätte ihn nicht durch das Haus geführt, hätte sich nicht mit ihm unterhalten und hätte es verhindert, dass ihr Mann sie seinem Gast offenbarte wie ein kostbares, einzigartiges Juwel, wohl wissend, wie sehr sein Gast solche Juwelen begehrte und an sich riss. Ja, wie gesagt, viele werden das im Bücherschrank haben ungelesen, weil wann hat man schon mal Zeit, so ein dickes Ding zu lesen? Jetzt hat man vielleicht auch keine Zeit, aber vielleicht auch doch. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, man kommt gestärkt, bereichert aus dieser Lektüre raus. Nino Haratischvili, das achte Leben.